liebe Genossinnen, liebe Genossen, ja, das ist so der Standard-Move bei mir, immer mal das Mikro ein bisschen runter zu tun. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, es freut mich ganz, ganz besonders, dass ich heute bei euch sein darf. Und wenn man in den Saal schaut, dann ist dieser Saal voll. Und ich bin mir sicher, dass auch beim Livestream über Facebook viele, viele Genossinnen und Genossen auch zuschauen. Und es tut gut. Es tut gut, bei euch zu sein, dort zu sein. Und ihr seid auch der Auftakt für viele weitere Landesparteitage, Landesfrauenkonferenzen. Und ich bin mir sicher, dass dieser positive Schwung auch mitgenommen wird mit noch Kärnten, Wien und so weiter, Burgenland, wo überall auch noch Konferenzen anstehen. Und deswegen bin ich wirklich total motiviert, einfach wieder unterwegs zu sein. Es ist schön, es ist schön. Ja, Salzburg kann mehr und Salzburg braucht auch unbedingt mehr, weil ich glaube, was man in eurem Bundesland auf jeden Fall sieht, ist, egal wie groß der Koalitionspartner ist, auch der Kleinste kann nicht unbedingt viel Positives machen. Ich schaue auch auf die Karin Dollinger als Landesfrauenvorsitzende, die unermüdlich kämpft für die Frauen in diesem Land und sie hat eine große Aufgabe als Gegenstück. Die Neos-Landesrätin Klambauer, die Frauenhäuser schließt und sich auf die Bühne stellt und sagt, dass Salzburg gut dasteht, wenn es um die Kinderbetreuung geht. Und ich bin im Zug hergefahren und habe dann ein bisschen gegoogelt und mir ist ein Monitor auch von der Arbeiterkammer Salzburg ins Auge gefallen, wo ganz klar drinnen steht, Salzburg ist im letzten Drittel, wenn es um die Versorgung von unter Dreijährigen, aber auch von 3- bis 5-jährigen Kindern geht. Spitzenposition? Das ist das letzte Drittel, glaube ich, eher nicht. Spitzenposition sind eher die SPÖ-geführten Bundesländer wie Wien oder auch Burgenland und Kärnten, die sich wirklich um die Kinderbetreuung und die Kinderbildung auch annehmen und da auch Vorzeigebundesländer sind und wirklich was tun. Und was braucht's? Was braucht es außerdem auf Bundesebene, wenn wir über dieses Thema sprechen? Einen Rechtsanspruch auf Kinderbildung, auf Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr. Und das haben wir in der SPÖ geschlossen und wir wissen, kein Blatt passt zwischen GVV, Frauen, Bundespartei und uns alle gemeinsam, weil wir kämpfen gemeinsam für diesen Rechtsanspruch. Und wir wissen, dass Zeit ist, diesen auch zu finanzieren. Weil der Finanzminister, der sich genauso wie in Salzburg auch, der Bernhard Auinger hat es gerade angesprochen, über viele, viele Steuerannahmen freut. Der Finanzminister muss eine Kinderbildungsmilliarde bei der kommenden 15a-Vereinbarung zur Verfügung stellen. Mindestens eine Milliarde. Und das sagen ja nicht nur wir aus Sozialdemokratie, sondern auch die Sozialpartner und das ist auch die Corinna Schumann, unsere ÖGB-Frauenvorsitzende und Bundesratsfraktionsvorsitzende da, die unermüdlich für die Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen kämpft, weil diese eine Milliarde braucht es nicht nur für die Frauen, für die Familien, für die Kinder, sondern natürlich auch für die Pädagoginnen, für gescheite Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen, weil das sind wir ihnen schuldig und das braucht es wirklich dringender denn je. Und da komme ich auch schon zur Frauenministerin, weil die ist natürlich die, die zum Finanzminister gehen muss und bei der 15a-Vereinbarung diese eine Milliarde auch fordern muss. Was tut sie aber stattdessen? Sie macht ein bisschen einen Fonds. Fonds klingt ganz nett, Fonds ist aber was extrem, extrem Intransparentes. Sie nimmt 1 Million Euro und tut es quasi in eine Blackbox, in eine komplett undurchsichtige Blackbox, wo wir als Nationalratsabgeordnete parlamentarisch nicht mehr kontrollieren können, wo Gelder hinfließen. Und was das heißt, zeigt uns der ÖVP-Korruptionsausschuss, dass die Bundesregierung, insbesondere die ÖVP-geführten Ministerien, nicht immer so sorgsam mit dem Geld umgehen. Und deshalb muss diese Gründung dieses Fonds eine Alarmglocke bei uns allen schrillen lassen und da muss man ganz genau hinschauen, was da wirklich tatsächlich passiert. Was es aber wirklich brauchen würde für die Frauen, sind gesetzliche Regelungen, wie eben der Rechtsanspruch, aber auch im Bereich der Lohntransparenz. Genaue, klare, gesetzliche Regelungen, die die Frauen unterstützen in ihrer ökonomischen Selbstbestimmung und nicht irgendwelche Webinare und Videoschulungen, die im Rahmen dieses Fonds angeboten werden, dass wir ein bisschen besser lernen als Frauen, wie wir mit Geld umzugehen haben. Das ist nicht das Problem der Frauen. Das Problem ist, dass die ökonomische Selbstbestimmung von der ÖVP und von Konservativen seit Jahren und Jahrzehnten blockiert,
aufgeschoben und verhindert wird, weil die lieber die Frauen hinterm Herd sehen wollen, als selbstbestimmt am Arbeitsplatz oder sonst irgendwo. Und das wollen wir uns nicht mehr länger bieten lassen. Und ja, Salzburg kann auch hier mehr. Und da bin ich mir sicher, dass die SPÖ, David Ecker und sein Team das auf jeden Fall gut machen. Einen kleinen Punkt möchte ich noch ansprechen, und zwar das Thema Gewaltschutz. Weil, wie gesagt, auch da in Salzburg traurigerweise die Thematiken der Frauenhäuser, die geschlossen worden sind. Und wenn wir heuer 25 Jahre Gewaltschutzgesetz, das die Barbara Brammer damals initiiert hat und auf den Weg gebracht hat, ein Meilenstein für die Frauen, ein Meilenstein im Bereich des Gewaltschutzes international, wirklich das auch der Gewalttäter weggewiesen werden kann, unabhängig von dem, ob ihm die Wohnung, das Haus gehört, ob er der Mieter ist. Ganz, ganz ein wichtiger Punkt für die Frauen. Wenn wir dieses Gewaltschutzgesetz nehmen, ein Meilenstein, und dann läppische 25 Millionen von der Bundesregierung für den Gewaltschutz im letzten Jahr bekommen haben, dann ist es nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und nächste Woche werden Sie sich hinstellen, wenn dieses Jubiläum 25 Jahre begangen wird, und werden sich krönen und preisen. Und ich finde, das ist ganz, ganz schlimm, weil das war die Sozialdemokratie, die sie für die Frauen eingesetzt hat, für die Umsetzung der Istanbul-Konvention und für ein wirkliches Gewaltschutzgesetz, das immer die Opfer schützt und die Täter wegweist. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn wir über Gewaltschutz reden, dann sind es auch die sicheren Arbeitsplätze jener Betreuerinnen, Beraterinnen und Mitarbeiterinnen eben in den Frauenhäusern, wo es in Salzburg leider eben passiert ist, dass viele ihre Jobs verloren haben. Diese sicheren Arbeitsplätze im Gewaltschutzbereich ist was extrem Zentrales und wir kämpfen da auch gemeinsam mit dem Frauenring für 3000 zusätzliche Arbeitsplätze in ganz Österreich und mehr Fallkonferenzen. Salzburg kann mehr und die Zeit ist reif, lieber David. Ich bin mir sicher, du machst es ganz, ganz großartig, auch jetzt mit dem Turbo quasi bis zur Landtagswahl. Unsere Unterstützung, meine Unterstützung hast du auf jeden Fall auch für dein gesamtes Team. Ich weiß, du hast super, super Frauen auch in deinem Bundesland, die unermüdlich kämpfen wie die Karin im Landtag und viele, viele weitere, natürlich auch die Anja Hagenauer in der Stadt. Und gemeinsam werden wir da auf jeden Fall einen Umschwung im nächsten Jahr bei der Landtagswahl erzielen. Da bin ich zuversichtlich, wenn ich in diesen Saal schaue und die Stimmung hier mitnehme. Ich wünsche euch einen wunderschönen Landesparteitag, eine ganz, ganz großartige Konferenz und ein herzliches Freundschaft. Applaus